Boah, dreimal gewackelt. Schade. Andererseits, ich kann es ja kaum schwächen, ne? Ich bin 9 Level über das Ding. Trugtrainer. Spezialverteidigung von Sipsala sinkt. Nice. Zwar gar nichts gebracht, weil ja, Flunkiefer halt physisch ist, aber trotzdem nice. Boah, jetzt wackelt es gar nicht mehr. Okay, ich wechsle so schnell wie möglich. Die Cobra ist noch da. Ja, das bleibt schon. Na, ich wechsle jetzt besser aus, weil das einen Biss hat. Ja. Und ich würde sagen, ich gehe auf. Ne, ich gehe mal auf Rettern, weil Rettern Giftblick hat. Also so ein Paralysieren. Warum auch immer Giftblick paralysiert. Das heißt, er kippt. Ja, außerdem ist Giftblick eine Normalattacke. Ja gut. In Pokémon gibt es halt seltsame Entscheidungen ab und zu. Ich hätte ja mit Elektro-Drache oder so gerechnet. Ganz ehrlich, willst du wissen, warum ich eher mit einem Drache rechne bei dem Ding? Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, die Shiny-Form sieht so aus, als wäre das ein Kyurem, auf, wo gerade steht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das sieht eher aus nach Kyurem als nach alles anderem. Für mich sieht Shiny Xerora aus wie, keine Ahnung, nach Naruto oder sowas. Ja. So. Flugkiefer, warum willst du jetzt gar nicht mehr wackeln? Lockduft. Das Ding kann Lockduft. Boah, und ich kann es kaum schwächen, ne? Ich könnte Wickel versuchen. Ich weiß, es ist gerade mega unterhaltend, mir zuzuschauen, wie ich ein Flunkiefer schwäche. Vor allen Dingen, wenn es andauernd nur Lockduft einsetzt. Fluchtwert tut das stark senken. Also, sprich, ich kann leichter getroffen werden. Zweimal gewackelt. Erstaunlich. Boah, das Ding erstaunt mich wirklich jedes Mal aufs Neue. Und der Witz war so scheiße. Rot setzt Pokéball ein. Wie viel Mal willst du jetzt wackeln? 1, 2, 3. Und es ist drin. Yes. Geil. Jetzt habe ich schon mal ein richtig geiles Pokémon als Backup. Okay, ja. Ich meine mit Titankiefer wäre das Ding auch nice. Aber. Ja. Ja, außerdem glaube ich, Titankiefer ist eine Fähigkeit, wo es selten der Mega-Entwicklung hätte. Nur wie nenne ich das Ding jetzt? Bin halt echt schlecht im Namen. Ich hab schlechte Namen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß schon, wie ich es nenne. Ich nenn's deine Mutter. So habe ich mein Klavion in Pokémon Mond genannt. Und das war auch Stahlpsycho. Stahlfee. Welches Pokémon? Klavion. Hat da so gehieß.
Habe ich sogar ein Bild auf Instagram damit gepostet, als ich dem Ding eine Attacke per TM beigebracht habe. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich dachte mir, sollte mir diesen Namen aufheben, wenn ich mal keine Ideen habe. Mhm. Also sehe ich aber noch weniger gute Namen, weil du musst ja wirklich mal ein paar zwei von Pop und Silber nehmen. Das ist ja mein Name, was für sich genannt habe, ich habe es vergessen. Okay, was hätte ich noch bekommen können? Zubat. Ja, ist Jups, ich hab schon eins. Flucht. Aber Simsala ist ja schnell genug, um vom Zuba zu flüchten. Und da hat es noch nicht mal Probleme, dagegen zu flüchten. Okay. Ich sehe gerade beim Flugzeugstand ist statt ein Stärkenfelsen so ein Taurusfelsen und ich hätte Kiesling bekommen können. Bin ich froh, dass ich Flugkiefer erhalten habe. Kiesling ist zwar nicht schlecht, aber Flugkiefer ist deutlich besser. Vor allen Dingen. Ich kann manchmal Kiesling nicht ernst nehmen, weil es sieht für mich aus wie ein erwartetes Arschloch. Ja, und ich weiß nicht warum, aber ich bin immer nach einem Fußballspieler. Und schon wieder ein Kiesling. Und ich bin einfach zu geizig, um Schutz einzusetzen. Ganz ehrlich, ich habe mich als sehr lange Zeit dazu geweigert, überhaupt jemals Schutz zu kaufen. Ich habe noch nie Schutz gekauft, um ehrlich zu sein. Meistens. So, ja. Hier kriege ich den Aerium Z. So, Aerium Z. Jemand gesagt, so ein Schwarz-Weiß-Kalten für Boreo Schutz kaufen. Nebenbei, man sieht jetzt jemanden, den man in Sonne und Mond deutlich später erst sieht. Kahili. In Sonne und Mond sieht man die ja erst bei den Top 4. In Sonne und Mond sieht man die ja erst bei den Top 4 und jetzt sieht man die hier schon. Die erklärt doch gerade einem, wie diese geniale, gar nicht peinlich aussehenden Moves vom Typen Flug aussehen. Ja, und da verschwindet die auch schon. Okay, das muss ich mir selber anschauen. Das mag jetzt nicht. Ich hab mein Ding gefunden, wenn der hält sich schon an. Ich schau mir selber an. Ja. Na gut, es gibt ja auch noch eine Menge neue Zeitquests, wo mit Usum gekommen sind. Oh ja, da bin ich so schon gemacht. Da gibt's, soweit ich weiß, eine Ditto-Zeitquest. Ja, die 5 war Ditto. Dann gibt's noch so eine Sidequest mit, so eine Grusel-Sidequest halt. Ja, in der Schule. Ja, aber nicht. Es gibt auch eine Sidequest mit deiner Mutter. Also ich bin Flugkiefer, sogar mit einer richtigen Mutter im Spiel. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. War das nicht irgendwie so, wo man so einen Kampfbildschirm hatte, wie ein Rot und Blau halt? Ja, genau. Ja, und außerhalb und im äußeren Bereich vom Tegradhügel kriege ich ein Macholo. Es hätte schlimmer kommen können. So, ich kann nicht mehr sehen. Ich hätte können ein anderes Pokémon kriegen können, was schlechter ist. Also würde ich mal sagen, beschweren kann man sich da eher weniger. So, Macholo hat sich befreit. Und jetzt tut er auf die Nase meines Simsalas fischten. Was sieht er da? Niemand weiß es. Nasenhase. Nebenbei, wusstest du, dass es einen Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Simsala gibt? Schnurrbart, ich kürze den Daumen. Ja.
Warum nicht gleich, warum eigentlich nicht gleich beim weiblichen die Schnurrbart wegmachen? Sieht voll seltsam aus. Wow. Muss man sich mal vorstellen, meine so eine. Meine Tante hat den Schnurrbart. Mhm. True story. Meine Tante hat einen Schnurrbart, den kleinen. Mhm. Mhm. Und ich hab so einen Bart, der ein bisschen dem von dem Psycho Andreas ähnelt. Und ich hab vergessen, Marolo einen Spitznamen zu geben. Bin ich eigentlich dumm? Es gibt ja noch Color. Ja, ich weiß. Aber wenn, dann will ich es Offscreen umbenennen. Ja. Eine Frage, kann ich den Glurak bitte haben, um schnell nach Auroli City zu fliegen? Nein, Max bekommt Glurak, ich hab Color. Boah. Ich finde das so scheiße, ne? Glurak sollte so ein Ding sein, wo man schon von Anfang an hat. Finde ich. Fliegen bekommt man normalerweise auch nicht so schnell. Ja, aber, ja, aber trotzdem. Das ist voll nervig. Nebenbei wusstest du, dass ich mal ein Let's Play hatte, so eine Demo-Version von Sonne und Mond? Ja, das ging 7 Parts lang. Und das besagt, da habe ich wirklich alles gezeigt, was man zeigen konnte. Sogar das Alola Dick Trio. Und ich bin Trainer reingelaufen, den ich noch besiegt habe. Geil. Okay, was hat die Göre Laura so, dass ich in 5 Sekunden zerstöre? Ein Mann, ein Donald Trump Jr. Geil. Los, Simsalon. Süßstrahl. Komm. Mensch, spannender Kampf in 5 Sekunden. Danke, Göre Laura. Wow. Der Kampf war wirklich phänomenal. Ja. Ja. YouTube. So, Schwester Joy, einmal